Stadt Benátky nad Jizerou ist eine nicht zu große Stadt in Mittelböhmen und hat rund um die 7400 Einwohner. Man kann dennoch lange jemanden suchen, der über diese Stadt noch nie gehört hat. Zurzeit besteht die Stadt an der Isar aus den folgenden Ortsteilen: Staré Benátky, Nové Benátky, Oboš, Gebel und Drašice. Nördlich von Benátky wurde vor dem Jahre 1264 die Burg Drašice erbaut. Deren Reste sind bis heute auf dem Felsvorsprung über den Fluss Isar erhalten geblieben. Vor dem Jahre 1346 erhielt Jan von Drašice das Recht, die Stadt Nové Benátky auf einer nahen Anhöhe zu gründen. Vor dem Jahr 1349 wurde das Kloster des Saint-Girac gegründet. Und im Jahr 1359 wurde die anliegende Maria-Geburtskirche geweiht. Die Herren von Drašice starben durch das Schwert. Danach haben sich als Besitzer der Stadt und des umliegenden Gutes verschiedene Eigentümer abgewechselt. In der Mitte der 20er Jahre des 16. Jahrhunderts ließen sich in Nové Benátky die Burggrafen von Donau nieder und auf dem Platz des durch die Hussiten zerstörten Klosters errichteten sie ein Renaissanceschloss. In dem Jahr 1599 hat den ganzen Gutsbesitz der Kaiser Rudolf II. Gekauft. Er hat dem dänischen Astronomen Tycho de Brahe ermöglicht, sich ein Observatorium einzurichten und sich mit dem Freund Johannes Kepler zu treffen. In dem Jahre 1647 erhielt den Besitz Johann von Werth, der General des Rittes und ein bedeutsamer Feldherr der katholischen Seite in den Kämpfen des Dreißigjährigen Krieges. Sein Nachfolger Ignaz Sigmund von Klenowa, ein Kunst- und Musikliebhaber, hat den Brüdern František und Jiří Antonín Benda ermöglicht, die bedeutsame kompositorische und imperative Erfolge, insbesondere auf preußischem Boden, zu erreichen. Gleichzeitig ließ er den Schlosspark durch die Skulpturen von Matthias Bernhard Braun und František Adamek verschönen. In den Jahren 1844 bis 1847 hat in der Familie von Leopold Thun Hohenstein der junge Bendrich Smetana gewirkt. Der letzte Inhaber, Graf Kinski, hat im Jahr 1920 bereits das leere Schloss an die Stadt verkauft. Während der Besetzung im Jahre 1944 kam es zur Vereinigung von Nové und Staré Benátky und Odbož. Und es entstand die heutige Stadt Benátky, zu der später auch die Orte Kebel und Drašice eingemeindet wurden. Die Stadt hat sich in ein natürliches Zentrum des Südteils der Region Mladá Boleslav entwickelt. Deren Fläche hat sich durch die Eingliederung des ehemaligen Militärgeländes Milovice Mladá nach dem Abzug der Sowjetarmee wesentlich erweitert. Zu den wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten gehört ohne Zweifel das bereits erwähnte Schloss. Der älteste Renaissance-Teil des Schlosses entstand zwischen den Jahren 1527 und 1572 und ist mit den Briefchen-Graffiti und sehr wertvollen figuralen Graffiti geschmückt. In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde der Aufbau des Schlosses nach einigen weiteren Bauphasen in seine derzeitige Form fertiggestellt. Im zweiten Stock des Schlosses ist das Regionalmuseum untergebracht, in dem sich die Ausstellung der berühmtesten Landeskinder der Stadt Benátky und weiteren Personen, die sich im Schloss aufgehalten haben, befindet. Man kann den Saal von Tycho de Brahe mit der interaktiven Ausstellung mit Repliken von historischen astronomischen Instrumenten und den gezeichneten Mittagskreis bewundern.
Zu erwähnen ist auch die Exposition von Jaroslav Wanzel, des Landeskindes von Benátky und des Herstellers des bekannten Baukastens Merkur. Im Museum kann man eine ganze Reihe der interaktiven Exponate finden und so wird dessen Besuch ein hinreißendes Ereignis sein. Das Privatmuseum der Spielzeuge des Herrn Jiří Fiala siedelt im Erdgeschoss des Schlosses. Seit dem Jahre 1999, in dem es zum ersten Mal der Öffentlichkeit geöffnet wurde, hat die Ausstellung Tausende von Besuchern aus allen Ecken der Tschechischen Republik sowie auch eine beträchtliche Anzahl von Touristen aus der ganzen Welt besucht. Die Sammlung stellt verschiedene Spielzeuge und aus Europa, den Vereinigten Staaten von Amerika und auch aus Japan kommen vor. Die Puppenstuben und Häuschen sind bis in die kleinsten Details ausgearbeitet. Diese Puppenstuben sind sogar in Japan sehr wertvoll. In die Stadt Benátky na Jezero führt die nie eine Zugverbindung. Seit dem Jahre 2008 kann man jedoch die Zuggarnituren in der malerischen Landschaft und auch den Bahnhof mindestens in diesem Museum bewundern. Im Schlosskeller befindet sich das Lapidarium, in dem die originalen Barockstatuen, die früher innerhalb der Stadt platziert wurden, untergebracht sind. Alle wurden vor dem Ausstellen restauriert. Denn der sehr weiche Isar-Sandstein ist nach mehr als 200 Jahren auseinandergefallen. Außer anderem ist hier das Pestkreuz, das um das Jahr 1680 datiert wurde, sowie die Statue der stillenden Jungfrau Maria aus dem Jahre 1717 untergebracht. Die bereits erwähnte Maria-Geburt-Schlosskirche sowie das Kloster des Sirjak wurde durch den Jan von Draschice im Jahre 1349 gegründet. Das prachtvolle gotische Heiligtum, das im Jahre 1359 ausgeweicht wurde, war ursprünglich höher. Während der Verwüstung des anliegenden Klosters wurde es jedoch stark beschädigt und nach der Hussitenepoche nur provisorisch repariert. Rund um das Jahr 1702 wurde das Kirchenschiff verlängert und auf der westlichen Seite der Barockturm mit der Bühne, aus der ein wunderschöner Ausblick in die Landschaft ist, zugebaut. In der Krypta unter der Kirche wurden einige Besitzer des Herrengutes von Benátky beerdigt. Rund um das Schloss breitet sich der Park mit der Aussichtsterrasse aus, der von der Mauer mit 5 Toren, von denen nur 3 funktionsfähig sind, umschlossen wird. Der gesamte Park wurde sorgfältig instand gesetzt. In den ehemaligen Wirtschaftsgebäuden auf der Nordseite des Geländes befindet sich das Infozentrum mit der Ausstellung der Auerochse und Wildpferde. Im Park kann man viele Skulpturen sehen, zum Beispiel die Bettrich-Smetana-Büste oder das Gefallendenkmal für die Opfer des Ersten Weltkrieges. Das Bleichareal neben dem Schlosspark vervollständigt das neu adaptierte historische Haus und die freie Bühne. Einen undenkbaren Bestandteil bilden die Weinberge unter dem Schloss, die zur Melnik-Region gehören. Das Herrenweingut auf dem Abhang oberhalb der Obotsch wurde bereits im Jahre 1403 erwähnt. Zu der bekanntesten Weinsorte dieses Weingutes gehört Pinot Noir, der ursprünglich während der Regierung des Karl IV. Aus dem Burgunderland als Geschenk den Bürgern der Stadt Melnik für die Königsdienste eingebracht wurde. Zurzeit wird meistens der blaue Portugiese, Pinot Gris und Müller-Thurgau gepflegt. Die Weinberge in Benátky sind für einige Zeit untergegangen. Statt deren entstand hier der Park und der Baumgarten.
Erst nach dem Jahre 1991 hat sie unter dem Schloss auf der Fläche von 1,5 Hektar Herr Ijiri Urban wieder erneut. Heute pflegt die Weinberge das Ehepaar Lang. Der gut erhaltene Grundriss und die Disposition von der mittelalterlichen Stadt Nove de Benarki zusammen mit dem Schlossareal, dem Park, dem Weingut und den weiteren Sehenswürdigkeiten zuzüglich der Bildhauerverzierung waren im Jahre 1990 der Grund für die Erklärung der städtischen Denkmalschutzzone. Auf dem Hussplatz, der unweit vom Schloss liegt, kann man gleich mehrere Sehenswürdigkeiten beobachten. Zu erwähnen ist die Kapelle der Heiligen Familie, die im Jahre 1720 der Ignaz Sigmund von Klenova erbauen ließ. Im Laufe der Historie wurde die Kapelle für verschiedene Zwecke verwendet. Zurzeit dient sie als Bethaus der tschechoslowakischen Husitengemeinde. Wegen ihrer Form wurde die Kapelle manchmal als Kaffeemühle oder die kleine Kapelle dann als Zuckerdose genannt. Eine Reihe von Bränden, die in früheren Zeiten die Stadt Benátky betroffen haben, hat leider verursacht, dass viele der säkulären Denkmale nicht erhalten geblieben sind. Die meisten Wohnhäuser wurden mehrmals umgebaut. Zu den interessantesten Bürgerhäusern gehört das Haus Nummer 59 U Ribi, manchmal auch U Modriho Kapra, nach dem Zeichen im Stuck benannt. Es handelt sich um ein zweistöckiges Gebäude mit dem Laubengang, das um das Jahr 1720 gebaut wurde. In den Jahren 1926 bis 1928 wurde auf der Westseite des Hussplatzes anhand des Entwurfs des berühmten Architekten Jiri Hoha das sogenannte Bezirkshaus erbaut. Der Prachtbau an der Grenze von Kubo-Futurismus und Konstruktivismus wurde durch die bildhauerische Ausstattung von Karel Dvořák ergänzt. Im ersten Stock befindet sich die dauerhafte Ausstellung, die die Persönlichkeit und dem Werk des Architekten Jiri Kroha gewidmet ist. Zugleich findet man hier auch den Ausstellungssaal. Das neueste Element auf dem Hussplatz bildet der von Ingenieurarchitekt Pavel Modrunka entworfene Brunnen mit dem astronomischen Thema. Pavel Modrunka ist gleichzeitig der Projektautor der gesamten Rekonstruktion des Platzes, die in dem Jahr 2009 bis 2010 durchgeführt wurde. Am Ende des 16. Jahrhunderts wurde in der Nähe des Platzes an der ehemaligen Stadtmauer im spätgotischen Stil die St. Maria Magdalena Kirche gebaut, die nach dem Stadtbrand im Jahre 1664 grundsätzlich umgebaut wurde. In der Nähe der Kirche befindet sich die Turnhalle, die der Turnverein nach der Finanzmittelansammlung im Jahre 1907 in Zeitraum von nur 125 Tagen aufgebaut hat. Der Sokol-Verein ist weiterhin aktiv und hat mehr als 400 Mitglieder. Das erste Sakralgebäude im Gebiet der heutigen Stadt Benátky nad Jizerou stand in der Nähe der Maria-Himmelfahrtskirche. Es gab sie wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert. Der Germersbau ist wohl im Jahre 1761 jedoch abgestürzt und drei Jahre später wurde hier die neue Steinkirche im einfachen Rokoko-Stil gebaut. Die Burg Drašice liegt ungefähr 3 Kilometer nördlich vom Stadtzentrum. Derer Aufbau hat um das Jahr 1264 der Hofmann Renik von Litovice begonnen. In die Gestalt der Burg hat sein Sohn, der letzte Prager Bischof Jan IV. Von Drašice, wesentlich eingegriffen. Im 16. Jahrhundert ist der damalige Besitzer der Burg, der Bettrich von Donin, in das neu gebaute Schloss in Benátky umgezogen und die Burg verkam im Laufe der Zeit. Jan IV. Von Drašice hat um das Jahr 1340 die Kirche des heiligen Martins, die ursprünglich der heiligen Ludmilla eingeweiht wurde, gegründet. Die Kirche befindet sich unweit der Burg. Im Presbyterium der Kirche blieb das gotische Gemälde erhalten. Die
Die Stadt Benátky nad Jizerou lebt nicht nur durch die Historie. Es ist erstaunlich, wie viele Veranstaltungen hier innerhalb des Jahres stattfinden, wie viele Kultur-, Sport- und sonstige Vereine hier aktiv sind. Schauen wir uns einige davon an. Zu der Stadt gehört undenkbar eins der ältesten Filmfestivals in Tschechien, Benátky der Filmamateure. Im Jahre 2017 findet bereits der 56. Jahrgang statt. Die Wettbewerbsbeiträge haben standardmäßig ein hohes Niveau und einige Amateure werden im Laufe der Zeit sogar professionell tätig. Das Kulturleben in Benátky wird meistens zusammen verbunden. Falls also der 1. Mai-Jahrmarkt oder der Stadtball oder eine Ausstellung stattfindet, haben auch die anderen Vereine die Gelegenheit, ihre Kunst vorzuführen. Die Sokol-Theatergruppe Café Mlínek, das Theater Basilicek und das Puppentheater Olnička. Sehr geschätzt sind hier die Schüler der Jiří Antonín Benda Kunstschule. Und zwar, ob es sich um das Fach Dramaturgie, Tanz oder Musikinstrument und Soloinstrument handelt. Im Regionsmuseum im Schloss und im Jiří-Koha-Museum kann man einige interessante Expositionen besuchen. Und dazu finden hier jedes Jahr einige Veranstaltungen statt. Regelmäßig finden hier die Konzerte des Kunstfreundesvereins statt. In der Sommersaison gibt es sie im Club Lovice. Nur die Auflistung aller Sportvereine, Sportgelände und der bedeutsamen Erfolge könnte man in einer eigenen Sendung übertragen. Schauen wir uns also einige davon an. In der Stadt ist die Organisation Sokol sehr aktiv. Von den traditionellen Sportarten finden wir hier den Eishockeyverein mit dem Eisstadion, das auch dem Verein des Eisschnelllaufes auf kurzer Strecke sowie der Öffentlichkeit dient. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein umfangreiches Areal des Sommerstadions mit dem Rasenfußballplatz sowie mit dem Fußballplatz mit einer künstlichen Oberfläche. Es gibt hier die Volleyball-, Beachvolleyball- und die Fußballtennisplätze. Tennis kann man auf den Außenplätzen in der aufblasbaren Tennishalle spielen. Auch Badminton hat eine eigene Halle. In der Stadt gibt es eine große Sporthalle, die für die Volleyball-Extraliga dient und zugleich auch als Turnhalle für die Grundschule zur Verfügung steht. Die Vielfältigkeit der Sportvereine ergänzt das Wasserslalom, Motocross, BMX, Beiwagencross oder Inlineskates mit der eigenen überhöhten Bahn. Спасибо.
Zu erwähnen ist die Veranstaltung des Aufstiegwettkampfes im Sporttanzen. Im Jahre 2019 wird bereits der 40. Jahrgang stattfinden. Unweit von der Stadt befindet sich das Golfareal mit dem 18-Loch- sowie dem 9-Loch-Golfplatz. Das große Sportfest bedeutet jedes Jahr die Veröffentlichung der besten Sportler. Das Leben der Stadtbewohner entspricht dem europäischen Standard. Die Ausbildung fängt bereits im Kindergarten an, der gleich mehrere Objekte zusammenfasst. In der Stadt befinden sich 3 modern ausgestattete Schulen. Es wird auch an die älteren Bewohner gedacht. Für Sie stehen hier 2 Seniorenhäuser zur Verfügung. In der Stadt gibt es die Poliklinik und ein ausreichendes Netz der Zahn-, Kinder- und praktischen Ärzte. Sowie die Geschäfte, Dienstleistungen und Restaurants. In der Stadt ist auch die öffentliche Bibliothek tätig. Auf den Freiplätzen breiten sich die Parkanlagen aus, die für die Spaziergänge oder die sportlichen Aktivitäten der Kinder und Senioren geeignet sind. Viele Menschen leben in der renovierten Wohnsiedlung oder im weiträumigen Aufbau der Familienhäuser. Nach und nach werden auch die anderen Lokalitäten bebaut. Dank der Autobahn ist die schnelle Verbindung zu den Städten Prag, Mladá Boleslav und Liberec ermöglicht. Dorthin können die Leute zur Kultur, zum Sport oder zur Arbeit fahren. Dennoch, auch in Benátky gibt es genügend Arbeitsplätze. Zu den ältesten Unternehmen gehört das Caprundum Elektrit mit mehr als 100-jähriger Historie der Herstellung von Schleifscheiben. Das Genossenschaftswerk Drašice, der Teil der Nibe-Gruppe, ist der größte Hersteller von Warmwasserbereitern in der Tschechischen Republik. Östlich von Benátky entstand die Industriezone, in der zu den wichtigsten Unternehmen das Bilsing Automation Czech und das japanische Unternehmen UACJ Czech Intrusion gehört.
der unmittelbaren Nähe der Industriezone befindet sich das weiträumige Areal des Abfallentsorgers AWE. Es handelt sich um einen der größten Abfalllagerungsplätze in der Tschechischen Republik, dessen Bestandteil auch die Recyclinganlage für die Sammlung und Aufbereitung von Biogas ist. Im Laufe des ganzen Jahres finden in Benátky zahlreiche Veranstaltungen, ob groß oder klein, statt. Erwähnt man nur die größten. Zuerst erwähnen wir das Neujahrsfeuerwerk, zu dem die Leute aus der ganzen Umgebung kommen. Dem Anfang des Jahres gehört dann die Ballsaison und der Prestige-Stadtball. Zu dem am meisten besuchten Ereignis gehört der 1. Mai-Jahrmarkt und das Schlossfest. Sogleich zwei Aktionen, die mit dem Wein und den Weinbergen verbunden sind. Es handelt sich um die Traube von Benátky, den fachlichen Weinkostwettbewerb, nach dem die Ausstellung der Weine sowie die Verkostung für die Öffentlichkeit folgen. Die Stadt Benátky ist das Mitglied der neuen Weinunion mit dem Sitz in Hustopece, die übrigens die Partnerstadt von Benátky nad Jezero ist. Weitere Städte sind die deutschen Städte Rostov und Reinsdorf und die slowakische Stadt Modra, die auch durch die lange Tradition der Weinrebeproduktion bekannt ist. Das Jahr können wir dann mit der feierlichen Beleuchtung des Weihnachtsbaumes beenden. Naše delegace z partnerských měst z Rosdorfu a z Modré vyměňujeme si skauty a školní mládež při sportovních kláních. Die Gemeinschaftsveranstaltungen und Ereignisse sind nicht nur für die Ortsbewohner, sondern auch für die Touristen, sowohl aus Tschechien als auch aus der ganzen Welt geeignet. Sie können außer den historischen Objekten auch die Naturmerkmale bewundern. Zu den schönsten gehört das Gebiet der toten Flussärme in Meander, des Flusses Isar zwischen dem Stadtteil Drašice und dem Ort Horky nad Jezero. Aue der Isar auf dem Stadtgebiet hat sich der Revitalisierung unterzogen. Neu wurden auch die Hochwasserschutzmaßnahmen erbaut. Durch die Stadt führen eine Menge Radwege und auch in der Umgebung gibt es viele Inline-Skating-Wege. Es kommt auch zum Wiederaufbau der historischen Wege. Zum einzigartigen, attraktiven Projekt gehört die Bemühung, die Wartung und die Pflege der Steppe im ehemaligen Militärgebiet durch die großen Huftiere durchzuführen.
Auf dem umfangreichen Gebiet des ehemaligen Schiefplatzes bei Benátky nad Jizerou findet man die Auerochsenherden sowie die Wildpferde aus dem englischen Exmoor. Dank der langzeitigen Stabilität in der Stadtverwaltung und der Realisierung der Visionen blüht die Stadt Benátky nad Jizerou Jahr aus auf. Sie kann in jeder Jahreszeit etwas anbieten. Jeder wird hier etwas finden. Kommen Sie die Stadt besuchen.